meine lieben YouTuber, ja, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja, meine Lieben, ein neues Video ist da für euch. Ja, und wie ihr seht, bin ich hier draußen im Grünen unterwegs, zu Fuß. Ja. Hab nämlich ein kleines Stückel auf mich genommen, aber ihr seht, ich bin hier mit Teschken unterwegs. Hat auch seinen Grund, erkläre ich euch sofort. Aber ich habe auf jeden Fall auch das Stativ mit und so, denn heute ist wieder Shooting Time. Genau, ich bin heute wieder unterwegs mit meinen Messerschätzchen und wollte einfach schauen, ja, wo ich die schön platzieren kann, ob ich hier ein bisschen was finde, wo ich die knipsen kann. Denn ich bin hier, wenn ihr richtig aufgepasst habt, schon mal mit Skip gewesen. Genau, da bin ich nämlich spazieren gegangen. Ich meine, Anfang des Jahres war das. Ja, oder war das letztes Jahr? Weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall war es da kühl, da hatte er noch sein Wintermäntelchen an und da hat das ein bisschen gedauert mit seinem Geschäftchen. Wisst ihr das noch? Ja, wenn nicht, schaut da einfach mal durch oder ich kann das Video unten nochmal verlinken. Aber wir haben hier heute auf jeden Fall wunderschönes Wetter, eine herrliche Ruhe und dieser Fluss, seht ihr den? So schön. Ja, echt herrlich. Ihr könnt mir mal schreiben, was ihr gerade so macht. Ob ihr gemütlich zu Hause sitzt und meinen Kanal gerade angeklickt habt. Oder ja, ob ihr vielleicht auch irgendwo unterwegs seid. Vielleicht auch mit der Bahn pendelt. Wer weiß, das habe ich nämlich auch oft gemacht. Ich war dieses Jahr nämlich auch öfters mit der Bahn unterwegs und ja, habe ich auch immer YouTube geschaut, wie das halt so ist, ne? Hört ihr das eigentlich auch so gerne? Das ist schön, oder? Ja, ich habe auf jeden Fall wieder meine Outdoor-Booties an, die ich länger auch nicht anhatte. Und jetzt gehen wir hier mal durch. Es ist auf einmal ganz dunkel unter den Büschken hier. Ja. Oh, wie schön. Eigentlich ist das traurig, aber für die Messer ist das gut. Da kann ich euch nämlich auch perfekt zeigen, welche ich mit habe. Schaut mal hier. Ein abgeholzter Riesenbaum. Ja, so ein Riesentisch eigentlich, ne? Könnte man hier schön nehmen, so zum Sitzen. Aber ist jetzt alles moosig und natürlich auch nass, weil es geregnet hat. Ja, die letzten Tage hat es viel geregnet, aber ich werde mal meine Messerschätzchen hier auspacken und das Stativ aufstellen, dann könnt ihr einfach mal zugucken. So, das sollte so passen. Geht so, oder? Geht das so? Ja, ihr könnt alles sehen. So, ich habe mein Tomb Raider-Täschchen übrigens mit. Seht ihr das? Tomb Raider. Ihr wisst ja, dass ich sie auch liebe. Und als erstes heute mit dabei habe ich ein Netfoss-Schätzchen. Ich habe das hier auch im Kartönchen mit, denn ich mag immer nicht, wenn daran was passiert, gerade wenn ich das jetzt in der Tasche habe, weil, ich habe euch das ja noch gar nicht verraten, den Rucksack, den ich sonst immer mit hatte, der ist putt. Genau. Reißverschluss ist kaputt, den ich vorher hatte, ist auch kaputt und jetzt ist ein neuer auf dem Weg zu mir. Das war so dieses Rucksackjahr. Ich weiß auch nicht, habt ihr das auch schon mal gehabt? Also alles ist bei mir irgendwie kaputt gegangen, so Kleinigkeiten. Selbst so mein Täschchen, was ich immer so hatte, deswegen habe ich jetzt das Tomb Raider Täschchen mit. Aber naja, wir hoffen mal auf den dritten, der es dieses Jahr wird. So. Und das hier ist das erste, was ich mit habe. Mein heißgeliebtes
Flipper Net for Snifey. Didit. Das ist so schön. Oh, ich liebe dieses Messer so, so sehr. Ich weiß ja auch, dass mir manche geschrieben hatten, dass das nicht so euers ist. Finde ich auch vollkommen okay, weil ich habe es auch in dem Video erwähnt, als ich das vorgestellt habe. Es ist wie bei allem im Leben Geschmackssache. Entweder liebt man es oder man hasst es. Ist ganz einfach so. Aber ich finde es geil. Ja, das habe ich auf jeden Fall heute mit. So, und dann habe ich noch mit ein weiteres Netfoss-Schätzchen. Ja, das habe ich euch auch schon vorgestellt. Und zwar ist das kein anderes. Und das hat mich einfach von vornherein überrascht in allem. Egal, ob es die Qualität ist, die Schärfe, die Optik. Schaut euch dieses Schätzchen mal an. Oh! Das ist wieder hier so ein Dream in Blue und ich liebe es. Ich liebe es und ich weiß, dass es nicht nur mir so geht, denn ja, mir haben sehr viele geschrieben, dass sie auch begeistert sind von diesem Messer und ich kann da einfach nichts Negatives drüber sagen. Ja, schreibt mir auf jeden Fall mal, was ihr zu diesem Blue sagt. Ja. Das habe ich auf jeden Fall mit dabei. Packen wir mal hier hin. Einmal das, einmal das. Und dann habe ich noch ein so, so besonderes Messerschätzchen mit, was mich jetzt schon wieder sprachlos macht. Denn es ist ein einzigartiges Messer. Das wird es auch so kein zweites Mal geben, wenn ich euch das Case hier schon zeige, dann wisst ihr Bescheid. Genau, das ist nämlich von Midgards Messer. Und zwar das. Es ist einfach das Valhalla. Ja, es ist einfach so schön. Aber ich klappe sie jetzt nicht auf. Das machen wir gleich, wenn wir Bilder machen. Dann zeige ich euch das nochmal. Das habe ich mit. Und dann habe ich heute ein Messer mit, was ich bisher, das ist übrigens auch Premiere, bisher noch nicht outdoor mit hatte. So, das Messer, was ich als nächstes mit habe, habe ich hier sogar eingepackt. Ich will nämlich nicht, dass irgendetwas daran passiert. Und ich weiß, dass egal wo ich dieses Messer platzieren werde oder würde, dem einfach nichts gerecht wird, weil es so eine Perle ist. Ich weiß natürlich nicht, ob ihr meine Meinung teilt, aber es ist einfach so, es ist so, so wunderschön. Und es war auch ein Geschenk von einem Zuschauer, worüber ich heute immer noch so unglaublich von Herzen dankbar bin. An dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank an dich, du weißt es. Und ja, ich ziehe es jetzt hier raus, Leute, das Bug. Gibt es da irgendwas zu sagen? Es gibt nichts dran auszusetzen. Es ist wunderschön. Es ist einzigartig und einfach, ja, das ist so, oh, ich weiß auch nicht. Mich hat das von Anfang an so in den Bann gezogen. Ich kannte das ja auch schon aus den Filmen, ne? Scream, Freitag der 13. und Co. Es wurde in unzähligen Filmen sogar genutzt, was mir am Anfang gar nicht so bewusst war. Und wenn man das in der Hand hält, ist man fasziniert von der Leichtigkeit, aber gleichzeitig so dieses Edle mit dieser mega, mega guten Qualität. Ja, das ist sowas von 1A verarbeitet. Ich liebe es, ich liebe es. Ja. So, das packe ich jetzt wieder hier ein. Ganz so geschützt, ne? Wie so ist. Ich hätte am liebsten so ein Samttuch. Das habe ich jetzt aber auf die Schnelle nicht gefunden. Und ich habe gedacht, bevor es jetzt wieder anfängt zu regnen, erstmal ein Zewa her. Ja, wer kennt es nicht? So, ich packe die jetzt mal hier ein. Aber ich habe mir gedacht, auf diesem schönen, abgeholzten Stumpf
der so extrem groß ist, könnten wir eigentlich schon eins hinlegen. Was meint ihr? Welches sollen wir nehmen? Eins, zwei, drei oder vier oder alle? Nee, ich würde jetzt erstmal sagen, ich packe das erste Mal hier drauf und dann schauen wir mal, wie das Ganze so aussieht. So, das Flipperschätzchen ist hier. Und das werde ich hier jetzt mal draufstellen. Oh, das klappt. Oh, wie schön. Das Gute ist, dass dieser Baumstumpf jetzt natürlich nass ist und dadurch ist natürlich die Oberfläche jetzt auch weich. Und dann legen wir mal los mit den Fotos. So, nehme ich euch mal hier mit. Könnt ihr mitgucken? Ich zeige euch jetzt mal ein Bild und ich finde es so schön schon. Schaut mal, seht ihr das? Ja. Und ich wollte jetzt auch noch mal kurz sagen, wo ich euch das Foto gezeigt habe von dem Knifey, dass ich es liebe, rauszugehen mit meinen Messerschätzchen und ja, Bilder davon zu machen. Ich genieße das so, so sehr. Vor allem erstmal die Ruhe, so die Natur und dann habe ich so ja, meine Schätzchen dabei und das entspannt auch irgendwo. Kennt ihr das? Also ihr müsst mir das auf jeden Fall mal schreiben, wie ihr das so macht, ob ihr das überhaupt so macht wie ich oder ob ihr da so schnell seid im Garten, zack, zack. Also ich mache das so richtig immer mit Leidenschaft, dass ich mir dann Zeit nehme und ja, dann so ausgewählte Messer mitnehme, wo ich vielleicht auch so denke, hey, das hast du jetzt nicht so extrem in den Vordergrund gestellt, mach das so nochmal. Oder welche ich natürlich ultra liebe. Die seht ihr dann auf Instagram natürlich sehr viel. Und ich werde hier auch nochmal meinen Instagram-Account einblenden. Könnt ihr ja einfach mal drauf schauen, dann seht ihr natürlich auch die Bilder von heute. Ja. Sehr cool. Dieses hier, ne, das ist so wie so ein Bettchen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so richtig wie so ein Bettchen. Sieht echt aus wie so ein Bettchen. Ich zeige euch das mal. Seht ihr das? Ja, ist echt wie ein Bettchen. Perfekt für das Netfossi. Und jetzt gehe ich noch mal darüber und dann schauen wir mal, ob da auch noch schöne Plätzchen sind für die Messerchen. Komme ich auf Rudolf heute. Divi ist wieder verrückt. So, dann gehen wir mal weiter und schauen mal, was es hier noch Schönes gibt. So. Da oben sind Häuschen. Schaut mal, so sieht das hier aus. Aber ist alles Matsche, ne? Ich würde sagen, die Blümchen sind auch schön. Aber wir gehen jetzt mal in die andere Richtung. Denn da waren noch so schöne umgefallene Bäumchen, wie ich mich erinnere. Wisst ihr das noch, als ich das Video mit Skip gemacht habe? Da können wir ja mal schauen. So. Mache ich das Stativ mal wieder zusammen. Didit. So. Hier gibt es Äpfel. Schaut mal. Äpfelchen.
mögt ja auch Äpfel. Ich liebe Äpfel. Mag die gerne. Das ist so schön. Ich freue mich übrigens so, so sehr, dass ich wieder mit euch draußen bin. Ich genieße es gerade einfach. Ja, die letzten Tage waren so stressig, so der Alltag und so. Ich selbst bin ja so eine sehr ruhige und entspannte Person, aber manches kann stressen, vor allem andere Leute oder auch mal der Einkauf. Kennt ihr sicherlich auch. So, hier kann man auch runtergehen. Schaut mal. Ist auch mega schön, ne? Aber mir gefallen die Steine da so nicht. Oder was sagt ihr? Soll ich da mal runtergehen? Ihr sagt bestimmt, wie geht da runter? Ich denke, das ist auch die einzigste Stelle. Aber gucken wir mal. Ich gehe jetzt mal einmal mit euch hier durch, weil hier ist so ein Pfad. Seht ihr, so ein kleiner Weg. So. Und wir schauen mal, ob hier noch was anderes ist. Wenn nicht, gehen wir gleich da runter. Hier wieder durch. So richtig Dschungel, ne? Jetzt denke ich übrigens an die zweite Staffel von Seven vs. Wild, bei der ich leider nicht dabei bin. Ja. Aber wer weiß, vielleicht nächstes Jahr oder irgendwann mal. Hier ist auch alles voll mit Holz, seht ihr das? Hier im Hintergrund. Da. Ganzen Eskens runtergefallen. So. Einmal hier durch. Steckt Styropor. Seht ihr das? Styropor und eine Plastikblume. Ja. So sieht das aus hier. Ja. Voll schön. Ja. Aber ich finde, es ist sehr, sehr ruhig gerade. Und die Vögel sind so leise. Was es hier sehr viel gibt, was ihr jetzt vielleicht gleich auch hört, sind die Krähen. Ja, the crow. So, das finde ich natürlich auch mega schön hier. Da werde ich jetzt das blaue Messer platzieren. Das ist jetzt irgendwie so gerade gekommen, Bestimmung. Das werde ich jetzt erstmal hier platzieren, meine Lieben. Ich liebe es. Es ist so, so, so schön. Ja, guck mal. Es ist einfach. So, das werde ich jetzt hier einmal platzieren. Oh, sehr, sehr geil. Wobei ich aber sagen muss, wenn man so braun oder grünen Hintergrund nimmt, nimmt das dem Blau irgendwie die Farbe weg. Wisst ihr, was ich meine? Es ist irgendwie so, ja, komisch. Kommt dann nicht mehr so blau rüber. So, ich zeige euch das mal einmal. So, gut. So schön. So, so schön. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Voll schön. Also werdet ihr auf jeden Fall auf Instagram sehen. Dann zeige ich euch mal noch das andere. Genau, das finde ich auch so schön. Aber vielleicht seht ihr jetzt auch, was ich meine. Also, dass das Blau nicht mehr so, so extrem ist. Da. Aber schön, oder?
lege ich das andere Netfoss nochmal dazu. Unterschiedlicher könnten sie ja nicht sein. Das hier haben wir auch im Kasten. Packe ich mal alles wieder zusammen und dann gehen wir weiter. Und wisst ihr, was Divi jetzt erstmal einschmeißt? Ihr kennt mich ja, ne? Mit Süßkram und Co. Und ich habe ja immer dieses grüne Kessel mit dabei, habe ich euch ja schon öfters gezeigt. Und ich habe hier diese Tapsis von Katjes. Und da ich ja Lakritz mag, muss ich mir das jetzt erstmal einwerfen. Schuh ist offen. Hier ist auch so ein wunderschöner Baum, aber wir gehen mal noch weiter. Was ist das? Oh, das waren Brombeeren. Kennt ihr die auch? Die sind so fies. Ich habe die ja bei mir im Garten auch. Das sticht durch die Hosen. Schlimm ist das. So, hier gehen wir jetzt mal runter. Und falls sich einer erinnert, war hier mit mir der Opa, der ja von diesem Staudamm gesprochen hat. Der ist immer noch da. Und guckt mal bitte, wie hoch der jetzt ist. Seht ihr das eigentlich? Boah, extrem. Wirklich extrem. Dann gehen wir jetzt mal hier durch. So. Wow. Ist wie so auf Hawaii. Mit diesen langen Blüten. Didit. Schöne, guck mal. Schön pinky. Und diesen Ort hier mag ich auf jeden Fall mega, mega gerne. Schaut mal, wie schön das ist. Also da kann man auch drauf, auch von der anderen Seite. Und dann da ist ja auch noch so Kies. Oh, ich mag das einfach so. Hier kommen wir jetzt aber gar nicht weiter. Ich habe gedacht, das ist jetzt vielleicht ja alles schon so teilweise flach. Aber hier sind überall Brennnesseln. Und das ist so ein bisschen blöde. Ja, jetzt haben wir noch das Valhalla-Schätzchen. Das will ich auf jeden Fall jetzt fotografieren. Ich glaube, ich mache das an einem einen Baumstumpf, den ich gesehen habe. Oder direkt an einem schönen Baum. Gucken wir jetzt mal. So, ihr Lieben, das Valhalla wird seinen Platz auf diesem grünen Baum finden. Und das werde ich jetzt einfach da mal platzieren. Ich glaube, das kommt einfach super rüber. So, ich habe jetzt das Valhalla-Schätzchen in meiner Hand und ich öffne es jetzt, Leute. Es ist so göttlich. Es ist wirklich eins meiner Top 10. Das ist einfach so. So, schaut euch das mal bitte an. Ja, also Midgards Messer, ich muss da gar nichts mehr zu sagen. 42A konform. Und eine ultra geile Verarbeitung. Und wie das in der Hand liegt, das ist so.
Oh, es ist so mega. Ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall hier platzieren und los geht's mit den Fotos. Leute, es ist mega geworden. I love it. Schaut mal bitte, wie geil ist dieses Bild. Seht ihr das? Das ist so richtig, als ob man, seht ihr das eigentlich? Wegen dem Licht. Als ob das auf so einer einsamen tropischen Insel gemacht worden ist. Da sind wir wieder bei Seven vs. Wild. Ja, aber geil. Boah, ich liebe es. Ich liebe es so. Ich liebe das Valhalla. Schaut mal bitte. Oh, in love. Wer möchte das Messer auch einmal berühren? Schreibt es mir in die Kommentare. Ihr müsst mir es unbedingt schreiben. Also so schön. Wunderschön. Ich weiß gar nicht, wie ihr das immer macht, aber ich reibe das grundsätzlich immer sauber an meiner Jeans, damit die Klinge so immer so bleibt. Ja, so, wieder schließen. Und ja, das funktioniert übrigens so. Und zack, habt ihr das Schätzchen wieder zusammen. Ja, und ich will das aber noch wo platzieren. Ich will das noch wo platzieren. Sagt mal, Leute, schaut mal, hier ist alles grün, aber es ist schwierig, ne? Man braucht immer ein so ein bestimmtes Dings. Genau. Und vor allem, was dem Messer ja auch gerecht wird. Und ich werde mal schauen, dass ich... Genau, schwebt der? Ja, der hält. So. So, das Valhalla wiegt nämlich auch ordentlich. Da muss ich nämlich schauen, dass das hier auch hält. Oh, Valhalla, ich liebe dich. Sehr, sehr nice. Also hier auch, Leute, schaut mal bitte. Es ist so schön. So, ihr Lieben, ich habe jetzt noch ein paar Fotos von mir gemacht und ich packe mir jetzt alles ein. Da hinten zieht sich zu, aber natürlich machen wir noch Fotos von dem Bug. Ja, also ich bin mal gespannt, ob wir das da vorne jetzt so gut hinbekommen. Und die wirft jetzt noch einen Tapsi ein. Oh. So, Messer können Sabi. So, Täschchen wieder. Leute, ich liebe Lakritz. Wenn mir von euch jemand noch mal etwas schicken möchte, irgendwann, und sich fragt, was er mir schenken kann, ich liebe Lakritz. Ja. Jetzt hat mich dieser Strauch schon wieder gepiekt. Dieses Dings hier, das ist der Übeltäter. Guck mal. Das hat mich schon wieder gestriffen am Bein. Das piekelt voll. Jetzt gehen wir ans Wasser, an den kleinen Fluss. Wow, seht, also ich zeige euch das jetzt mal. Hier war ein Specht. Guckt mal. Seht ihr das? Dieses perfekte, runde Loch. So groß ist das. Toll. Da waren Spechtle am Werk. Ja, sehr schön. Habe ich dieses Jahr übrigens auch schon gesehen. Und zwar ein Buntspecht und sogar ein Grünspecht. Das war für mich auch ein sehr, sehr besonderer Moment, denn dieser Grünspecht
hatte sich bei mir im Garten verirrt. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat er da sein Bäumchen. Ich habe das nämlich öfters gehört. Und ja, der saß dann einen Tag auf dem Hof. Voll schön. Also solche Momente liebe ich auch. Wisst ihr, was ich meine? Auch wenn man so ein Eichhörnchen hat, was immer wieder so in den Garten kommt oder was ihr vielleicht nur einmal seht in eurem Leben. Das ist so, ja, oder nach sehr, sehr vielen Jahren. Und hier haben wir einen Riesenpilz für die Outdoor-Kenner unter euch. Dann schreibt mal unten in die Kommentare, was das für ein Pilz ist, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne. Schaut mal. Da. Ein ultra, ultra großer Pilz. Hier unten auch, aber das ist schon heftig. Ja. Schreibt mir mal, was das für ein Pilz ist. Und was passieren würde, wenn ich den esse. Das tue ich nicht. So, da war ein Moosbeet. Ich gucke gerade noch, wo ich das Back platzieren könnte. Aber ich glaube, dass wir unten ans Wasser gehen. Wie sagt man so schön, das Beste kommt ja immer zum Schluss. So, das schaffen wir aber auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr das dadurch seht. Schon sehr dunkel, ist jetzt alles grau, bis ich dann zu Hause bin. Didit, kein Jeckel mit. Wollte ich nämlich noch alle vier Schätzkens fotografieren. Ja. Kamera läuft, seht ihr denn auch alles? Ja. So, ich gehe jetzt einfach mal da runter. Nehme natürlich mein Täschchen mit und dann mache ich ein paar Fotos von dem wunderschönen Bucky. Meine Lieben, da bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt alle Fotos gemacht. So, einmal hier hinhocken. Boah, voll anstrengend. Und wie ich mir das schon gedacht habe, dem Bug wird einfach nichts gerecht. Ihr werdet auch die Fotos dann auf Instagram sehen. Werde ich jetzt auch noch mal einblenden. Schaut da einfach mal drauf, denn ich habe das ja auch schon am Anfang gesagt, wenn ein Messer so, so wunderschön ist, wird so alles, was man so findet, irgendwie dem Messer nicht gerecht. Also da müsste man irgendwie schon mit schönem Licht oder auch mit Spiegel irgendwie sowas arbeiten draußen, weil ja, so die Natur und das Back sind für mich natürlich auch so zwei Sachen, wo ich denke, passt das jetzt? Passt das vielleicht nicht so? Also schreibt mir mal, wie ihr das seht. Ich habe damit immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht, Kritikschwierigkeiten. Ich will dann immer so, dass das perfekt zusammenpasst. Das ist auch bei dem von Netforce mit den Ketten und so. Das muss eigentlich einen Hintergrund haben, wo man weiß, das passt. Ich hätte das auch super gern mitgenommen auf die Mittelalterfeste, aber darf ja natürlich nicht. Bist ja nur zu Hause. Und ja, bei dem Bug jetzt war es natürlich wunderschön, das auch so am Wasser gehabt zu haben. Und ich habe mit dem Messer auch ein paar schöne Bilder gemacht, so Porträts. Ich gucke mal, ob da was auch bei ist, was ich dann mit euch teilen kann. Aber dieses Messer ist einfach eine Perle. Und ich bin so in Love mit diesem Messer, dass es mir so schwer fällt, dann den perfekten Hintergrund zu finden. Wenn ihr Tipps habt, alles unten in die Kommentare. Ja, schreibt mir das einfach mal. Und jetzt werde ich noch das Stativ zusammenpacken. Ihr seid nämlich noch hier am Dreibeinchen und gehe jetzt den Weg hoch und dann war es das auch schon mit dem Messershooting-Vlog. Denn
Seht ihr das? Wird richtig dark. Ja, richtig dunkel. Oh, das habe ich nicht gesehen. Das ist natürlich auch geil. Aber dann nehme ich hier noch mal ein anderes Messer mit, weil mit Fahnen zu arbeiten ist natürlich auch richtig klasse. Gerade so für Macheten, Kukris und Co. Ihr wisst jetzt, dass ich auch eine Kukri habe. Wäre mega. Kann man machen. Ich hoffe, das wird hier nicht irgendwie noch ruiniert durch einen Sturm oder so, weil mir das sehr, sehr gut gefällt. Und so, ich packe das Stativ jetzt mal wieder ein. Ich stelle euch jetzt mal einmal kurz hier ab. Und ja, dann sind wir leider schon am Ende, meine Lieben. So, hier ist nämlich, seht ihr das? So ein kleiner Pfahl. Da kann ich auch nochmal Messerchen platzieren. Ich guck mal, hält das? Hältst du, Kamera? Bitte, 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 bitte. Sei lieb. Sei lieb zu Divi. Es geht, es geht. So, dann kann ich nämlich das Stativ ganz zusammenpacken. Und dann könnt ihr noch ein bisschen dabei sein. Ich muss mal einmal gucken. Wir haben jetzt genau 18 Uhr übrigens. Und mein Stresslevel ist bei 47. Null gestresst. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber ihr wisst es jetzt. So, Stashgen raus. Da ist übrigens auch der Gurt abgerissen. Es ist, weiß ich auch nicht, wie verhext momentan. Kommt das wieder hier rein. So, dann bin ich nämlich auch gleich wieder bei kleinen Skip. Muss meinen Schlüssel noch hier raussuchen. So, jetzt komme ich nicht nach Hause. Und ihr müsst auch wieder eingepackt werden. Die Kamera, Täschchen habe ich auch alles hier drin. Und das ist so schwer, alles in so einem kleinen Täschchen unterzubringen. Ich bin mega, mega froh, wenn der Rucksack bald ankommt. Ich sag's euch, Leute. Das ist wirklich ein bisschen schwer. So gepackt. Ja. So. Ja, meine Lieben. Ich würde sagen, wir sind dann am Ende. Divi macht jetzt Schluss für heute. Ich mache Schluss mit euch. Ja, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Mir hat es wieder so, so viel Freude bereitet heute. Ich habe mich jetzt schon wieder fast versprochen. Ja, weil ich so aufgeregt, glücklich bin, euch wieder dabei gehabt zu haben, dass ihr mit mir mitgekommen seid. Ich hoffe natürlich auch, dass euch die Messerschätzchen gefallen haben. Oder zumindest eins von den Vieren. Aber jeder hatte ja einen anderen Geschmack und ich nehme ja auch immer andere Messer mit. Ich habe das ja auch Anfang des Jahres schon gemacht und da habe ich euch ja auch mitgenommen. Das hat euch ja auch sehr gut gefallen und jetzt fand ich das auch sehr schön. Ich werde auch noch mal ein paar Patches mitnehmen und so. Jetzt beginnt ja so langsam die kalte Zeit. Und ja, dann ist es angenehmer, draußen zu sein, weil so bei 30 Grad jetzt konnte ich das einfach nicht machen. Das war so, so extrem. Und jetzt ist wieder alles so total angenehm. Ja, ja, meine Lieben, ich mache mich jetzt wieder auf den Weg. Und ich wünsche euch noch einen super, super schönen Tag oder Abend, wann natürlich auch immer ihr dieses Video schaut. Und ich wünsche euch natürlich alles Liebe und auch viel Spaß mit euren Messerchen. Vielleicht habt ihr auch wieder ein neues bestellt und freut euch da ganz doll rüber. Könnt ihr mir ja alles mal schreiben oder was auch immer ihr mir mitteilen wollt. Alles unten in die Kommentare. Ja, und wenn euch mein Video gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne den Daumen nach oben und ihr dürft natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt. Und wenn ihr dann anschließend dieses Mini-Mini-Glöckchen aktiviert, werdet ihr sofort darüber informiert, wenn von mir ein neues Video online kommt. Ja, und dann würde ich sagen, bis demnächst. Macht's gut, meine Lieben. Ciao!